Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist mal wieder Zeit für Hashtag ungeschönt. Ja, und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Jeden Monat überlegen Sarah, Isabel und ich uns ein Thema und dieses Mal haben wir die Community entscheiden lassen, welche Produkte auf unseren Gesichtern landen. Heute um 19.30 Uhr kommt ihr Video online, also kommt gerne mal bei ihr vorbei und schaut euch an, was ihr euch oder was ihre Community sich dort überlegt hat, was sie schminken darf. Ich bin sehr, sehr überrascht. Ich habe auf Instagram die Umfrage gemacht, ne? Und ja, es ist überwiegend Drogerie, aber das ein oder andere High-End-Produkt hat sich hier auch noch mit reingeschlichen. Manche der Produkte habe ich noch nie ausprobiert und deswegen bin ich da sehr gespannt drauf und ich würde jetzt einfach mal starten. Beim Primer war das schon eine sehr, sehr knappe Kiste, also generell sehr oft eine knappe Kiste, denn nur 55% haben sich für Trend It Up entschieden. Das ist Clean Philosophy, 96% natürlichen Ursprungs mit Algen, eine 24 Stunden Hydro Base. Das alternative Produkt wäre Danessa Myricks gewesen und dieses hier findet ihr auch in dem Purish Adventskalender. Also schaut da nochmal vorbei, falls ihr euch den noch nicht gesichert haben solltet, falls er noch verfügbar sein sollte. Wir haben hier eine wirklich super cremige Konsistenz und den verteile ich mir jetzt einfach mal in meinem Gesicht. Das riecht super angenehm, also das mag ich ja gerne. So leicht aquatisch. Solltest du übrigens neu hier sein, hi, mein Name ist Claudi und ich mache hier immer mal wieder so ein bisschen Beauty-Content. Vor allem Adventskalender sind gerade natürlich hart am Abgehen. Ansonsten siehst du hier Reviews, Schminkvideos, Unboxings, Hauls und alles, was das Herz begehrt. Ab und an auch mal ein kleiner Vlog und ja. Ich würde mich mega freuen, wenn du Teil meiner Gang werden würdest und hier auf den Abo-Button klickst. Das wäre ziemlich schön, denn ich weiß, dass die Crew von Sarah Isabel auf jeden Fall sehr freundlich ist. Und da würde ich sagen, herzlich willkommen, falls du Bock haben solltest, dich auch meiner Crew anzuschließen. Ja, als Foundation gab es auch zwei, die nicht ganz so bekannt sind, würde ich jetzt mal so sagen. 69% haben sich für Douglas entschieden. Und das ist, glaube ich, auch eine neue, die Skin Augmenting Serum Foundation. Das ist diese hier. Ich habe euch natürlich auch die Produkte unten in der Infobox verlinkt, ne? Ich habe die Farbe Nummer 1 fair und alternativ wäre die von Ringana dran gewesen, der Tinted Moisturizer. Den habe ich ja von meiner ehemaligen Arbeitskollegin mal zugeschickt bekommen. So, also wirklich schöner Glasflakon mit einem sehr, sehr hübschen Pumper. Und das ist ja die Douglas Eigenmarke. Oh, die ist sehr flüssig. Okay, mal gucken. Ist ja auch eine Serum Foundation, ne? Jo. Lässt sich schön verteilen. Ich würde sagen, dass die auch zu meinem Hautton sehr gut passt vom Ton her, ne? Super, super leicht. Ist auch sehr schnell mit der Haut eins geworden und es hat eine ganz leichte Deckkraft. Aber ich mag ja Serum Foundations total gerne, weil die so leicht und locker und ne, nicht so bam in your face sind, auch optimal für den Alltag geeignet. Deswegen finde ich das schön, dass immer mehr Firmen auch Serum Foundations rausbringen. Auf jeden Fall eine schöne Sache, oder? Das sieht sehr, sehr ausgeglichen aus und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, als müsste ich da jetzt noch mit einem Schwämmchen hinterhergehen. Das ist eigentlich schon ganz gut drauf, ne? Ich kann ja mal versuchen, noch so eine leichte Aufbaugeschichte zu machen. Ich meine, das kannst du nachher auch mit dem Concealer, aber einfach mal so, dann nehme ich einen Pumper und verteile den auf beide Seiten. Einfach mal so fürs Feeling. Und hier, Mr. Fried möchte auch gerne verschwinden, bitte. Der leuchtet ja von hier bis nach Meppen. Ja, ich glaube, das muss gleich der Concealer übernehmen. Okay, wenn ich die aufbaue, muss ich definitiv nochmal mit dem Schwämmchen hinterher. Übrigens auch das ein Produkt, was im Purish Adventskalender ist. Aber die beiden Produkte in Kombi sind mega geil. Kann ich nicht anders sagen, denn meine Haut sieht wie Haut aus. Sieht nicht irgendwie geschminkt aus, wenn man das mal so sagt, ne? Mag ich sehr, sehr gerne leiden. Und ich habe hier einfach Feuchtigkeit und Pflege und Glow. Und das sieht schon gut aus. Mag ich echt gerne leiden. Also doch, eine Empfehlung, ne? Also danke, dass ihr euch dafür entschieden habt. Mag ich. Dann habt ihr die Wahl gehabt zwischen Natasha Denona, meinem fast Lieblingsconcealer aktuell, und dem neuen Facefinity von Max Factor. Das ist der Multi-Perfector und ich habe ihn mir gekauft in der Farbe 1N. Das ist dieser hier. Das war eine knappe Kiste. 51% zu 49%. 10 Stimmen Unterschied. So, wir haben ein riesen Oschi-Füßchen. Das heißt, ich gebe mir den jetzt erstmal vorsichtig auf. Hier kann er auch schon mal wundervoll bringen. Und ja, werde mir das jetzt einfach mit dem Schwamm ein bisschen ausblenden. Lässt sich aber super schön ausblenden. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Auch hier die Deckkraft sehr angenehm.
nicht Full Coverage, aber also es funktioniert halt einfach. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Das sieht einfach gut aus. Ne? Ich habe so ein bisschen Rötung und Augenschatten damit abgedeckt, aber halt nicht so zugekleistert. Und der Concealer hat in diesem Farbton auch so einen ganz leichten Aprikot-Unterton. Das ist ganz aufregend, muss ich sagen. Das hilft dann auch noch ein bisschen mehr, Color Correcting zu machen. Bei Mr. Fred sieht man das ganz intensiv, ne? Also da ist die Rötung jetzt echt fast weg. Natürlich ist da noch ein Hubbel, weil es ist nun mal eine Unreinheit. Aber nee, gefällt mir. Also eine schöne, schöne Base habt ihr euch da ausgesucht. Bei dem Blush hattet ihr die Möglichkeit, zwischen Anastasia Beverly Hills Cream Blush und Pairs Puder Blush zu wählen. Und ihr habt euch für Anastasia Beverly Hills entschieden. Und zwar mit 68%. Das war die definitiv deutlich. Genau, also wir haben hier auch so einen Pinsel mit dabei, aber den verwende ich jetzt eher nicht so. Und halt hier diesen Stick Blush. Ach so, welche Farbe habe ich überhaupt? Peachy Keen. Ich mache das ganz gerne, dass ich mir dann den Foundation Brush nehme und da einfach den Stick Blush so dran mache. Eine sehr, sehr interessante Farbe. Schöner Herbstton ist es, glaube ich, ne? Nee, lässt sich aber jetzt schön verteilen, schön einblenden, ausblenden, hin und her blenden, mag ich gerne leiden. Ist ein toller Blush, ne? Gefällt mir, sieht sehr schön aus, also ein toller Stickblush. Jetzt wird's Zeit, dass wir die ganze Geschichte einmal abpudern und da hattet ihr die Wahl zwischen Catrice und Luna Beauty. Und ihr habt euch für Catrice entschieden und das ist das Invisible Matte Loose Powder, 56%, ne? Also ja, dann nehme ich hier dieses wunderschöne Puder. Entweder man liebt es oder man hasst es, habe ich gehört. Das sammelt sich auch ganz gerne, upsala, hier oben dann so drin. Ne? Ich nehme dann so ein Puffelding hier von Maxim, nehme Produkt auf, arbeite das auch so ein bisschen dann in das Puffelding ein und kann damit dann hier unter den Augen abmattieren. Wenn man richtig doll sein Gesicht abpudern möchte, kann man das auch mit diesem Puffelchen machen. Ich mache jetzt einfach mit den Resten, die noch im Schwämmchen sind, hier so ein paar Faltengeschichten. Natürlich möchte ich damit auch, weil es dann intensiver ist als mit dem Pinsel gleich, ne? Schon mal meinen Mr. Fred hier einmal setten. Und dann nehme ich mir einen Puderpinsel einfach, lade ein bisschen Puder auf, arbeite das in den Deckel ein und halt auch nicht in den Deckel, also eigentlich eher so in den Pinsel. Und dann gehe ich damit über mein Gesicht. Das ist ein sehr, sehr fein gemahlenes Puder. Und das mattiert halt wirklich intensiv ab, gibt aber ein sehr, sehr ebenmäßiges Finish im Gesicht, ne? Das ist schon krass. Als nächstes verwende ich einen Bronzer und da hattet ihr die Wahl zwischen dem Uoga Uoga Cream Produkt und dem L'Oreal Bronze to Paradise in der Farbe 02 Baby One More 10 und ihr habt euch für L'Oreal entschieden. Ich habe jetzt hier meinen Pinsel, mit dem ich mir auch mein Puder aufgetragen habe, gehe hier in den Bronzer rein und trage mir den einfach hier so an der Stirn ein bisschen auf, also da, wo die Haut so sonnengeküsst wird. Und es passt super schön zu dem doch sehr bräunlichen, hierzu letztendlich, ne, Blush, den ich auch schon drauf habe. Also sehr, sehr harmonisch das Ganze. Den L'Oreal Adventskalender habe ich noch nicht ausgepackt, der steht hier vor mir noch. Da muss ich mal gucken, wann ich den hinkriege auszupacken. Bin da auch super gespannt drauf, denn ich finde, L'Oreal macht auch schöne Adventskalender. Und da habe ich mir beide Varianten einfach mal bestellt und dann werdet ihr das auch in den nächsten Tagen und Wochen bei mir auf YouTube sehen. Also falls ihr keine Adventskalender-Unboxings der aktuellen Adventskalender verpassen wollt, abonniert diesen Kanal. Yo, mein Gesicht ist jetzt ordentlich bronzy, ne? Bronzy und matti. Richtig krass. Und jetzt hattet ihr die Möglichkeit zwischen BH Cosmetics und Benefit euch einen Highlighter auszusuchen. Und tatsächlich haben sich 66% für den Dandelion Twinkle oder Twinkle, nee, Twinkle entschieden. BH Cosmetics wäre auch interessant gewesen, ist glaube ich ein relativ neues Produkt. Die haben jetzt irgendwie auch eine etwas andere Verpackung, ne? Die ist ein bisschen flacher, damit du halt nicht mehr dieses Pinselchen da drin hast und so. Ist auf jeden Fall ressourcenschonender. Und so schaut der aus. Bin ich mal gespannt, wie der sich dann gleich auf dem Gesicht machen wird. Ich bin pinselwaschfaul, ne? Ich nehme jetzt den gleichen Pinsel wie gerade auch. Was hier auf dem Pinsel und trage mir den hier auf. Okay, sehr subtil. Etwas intensiver reingehen. Sehr, sehr subtil. Mhm. Trick 17 ist manchmal einfach mit einem Blendepinsel dann in den Highlighter zu gehen, wenn er einem nicht intensiv auf dem Gesicht ist, ne? Weil damit bist du dann wirklich punktueller unterwegs. Jetzt sehe ich den. Das ist schon sehr zurückhaltend. Für den Alltag super geeignet, definitiv. Ja, schön, aber haut mich jetzt nicht von der Socken.
Als nächstes durftet ihr euch für ein Augenbrauenprodukt entscheiden. Und zu 65% habt ihr euch für den L'Oreal Skinny Definer Brow Artist entschieden. Den habe ich hier in der Farbe 104 Chatain. Und alternativ wäre der von Yves Rocher dran gewesen. In der Farbe Blond müsste das sein. Den habe ich aktuell in täglicher Anwendung und mag ich auch gerne. Wird wahrscheinlich irre schnell leer sein, aber farblich ist das ein Mega-Match. Coole Sache. Krass, das gefällt mir richtig, richtig gut vom Ergebnis her. Vielleicht habe ich ein bisschen... Ne, das sieht gut aus. Ich habe nicht übertrieben, ne? Nein. Ein Produkt, was bei mir auch immer super, super wichtig ist, ist tatsächlich ein Augenbrauengel. Denn ich habe nicht so super viele Augenbrauen, aber dadurch, dass ich ja mein Augenbrauenserum verwende, also von Grande Brow, also Grande Cosmetics, das Grande Brow, ne? Habe ich relativ lange Augenbrauenhärchen. Und ich bin euch sehr, sehr dankbar, dass ihr euch für das Produkt von Maybelline entschieden habt, weil ich glaube, das von Revolution, das wäre ein bisschen tricky geworden. Das ist nämlich so ein Honigtöpfchen. Aber das war jetzt richtig, richtig knapp. 51% zu 49%. Das war eine ganz knappe Kiste. Ich glaube, 9 Stimmen. 7. Was? Ja. 7 Stimmen Unterschied. Das ist krass. Okay, das ist das Maybelline Express Brow. Einfach in clear, also in durchsichtig. Okay, interessantes Bürstchen. Kommt mir irgendwie bekannt vor, als ob ich die Augenbrauenmascara schon mal gehabt hätte. Also das hält mir tatsächlich die Augenbrauenhärchen nicht so richtig an Ort und Stelle. Das finde ich gerade ein bisschen nervig. Deswegen korrigiere ich das jetzt einfach mal, weil mir das vom Ergebnis her gar nicht gefällt mit dem von Dominique Cosmetics. Ihr habt euch für eine Lidschattenpalette entschieden. Okay, okay, also farblich waren die beiden schon sehr ähnlich. Das ist einmal die NYX Ultimate Flamingo Frost Palette. Und die LH Cosmetics Reload, also die sehen wirklich sehr, sehr ähnlich aus. Als ich die halt so fotografiert habe, habe ich mir gedacht, hä, Moment. Habt ihr schon den NYX Adventskalender von mir gesehen? Sehr, sehr empfehlenswert, sich den einfach mal anzuschauen, denn er unterscheidet sich deutlich von dem zum letzten Jahr. Nun, ich habe hier ein wirklich interessantes Design drauf. Also das ist die Limited Edition aus dem, aus dem Winter von NYX. Und ich mag das irgendwie total, dass die Flamingos Ohrenwärmer und Schal und Mütze und so aufhaben. Total mein Vibe. Und jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier mit dieser Palette zaubern werden. Ich starte zuallererst mit diesem Beige, wo auch ein wunderschöner Weihnachtsschuh, Nikolausstiefel mit eingraviert ist quasi, um mir eine Definition zu geben. Ich guck mal, oh, man sieht den Ton nicht so mega krass, also kann ich den eigentlich auch zum generellen Setten auf dem ganzen Lid verwenden und nachher auch zum Ausblenden, wenn man möchte. Irgendwie ist es ganz interessant mit diesem Grün, weil der halt auch nicht wirklich so einen Kumpel mit dabei hat, so einen Mattenton, den man damit kombinieren könnte. Ne? Das ist sehr, sehr fancy. Ich nehme jetzt einfach mal ganz mutig diesen Pinkton hier oben, weil es ist ja diese Flamingo-Palette und irgendwas Pinkes möchte ich ja schon mit reinbringen. Den setze ich mir einmal außen an. Und blende den auch ein bisschen in die Lidfalte rein. Oh, der ist gut pigmentiert, ne? Da kommt ganz gut was raus. Als nächstes möchte ich einfach meinen unteren Wimpernkranz ein bisschen betonen. Und dann nehme ich dieses hellbraun hier, direkt was unter dem Pinkton ist. Das ist auch ein sehr, sehr warmer Braunton. Zum Abdunkeln verwende ich sowohl am unteren Wimpernkranz, am äußeren Drittel, als auch hier außen diesen Ton. Der hat so einen leichten Olivstich auch mit dabei. Und ich denke, dass das auch ein guter Übergang dann sein könnte, wenn ich gleich mit dem Schimmer auch arbeite, dass es nicht ganz so verloren ist. Also ein kleines bisschen hier außen auftragen, am unteren Wimpernkranz, um da etwas Definition reinzubringen. Und auch hier im äußeren Drittel oder im absolut äußeren V. Also ich gehe da nicht tief mit ins Auge, ne? Ich gucke mal, ob ich da gleich noch auf dem Auge ein bisschen mehr mache, aber eigentlich möchte ich heute gar nicht so super krass unterwegs sein. Deswegen möchte ich jetzt super, super gerne meinen Freund auch von NYX verwenden, und zwar den Glitter Glue. Der ist einfach immer wieder an meiner Seite, weil der hält Schimmertöne richtig gut am Auge fest und bringt sie halt so schön auch zur Geltung. Und gleichzeitig hat man da so eine Art Base noch mit dabei, die alles einfach noch mal ein bisschen mehr an Ort und Stelle hält, ne? So, und ich habe gesagt, mein Grün hier unten soll mein Hauptakteur des Ganzen sein. Deswegen sehe ich zu, dass ich mir den richtig intensiv jetzt aufs Lid knalle. Dann tupfe ich mir den einfach drauf. Ich glaube, von der Idee her ist das hier eher so ein Topperton. Also gar nicht dafür gedacht, den so aufzutragen, wie ich das mache, und so intensiv aufzubauen. Aber ich fühle es gerade total und ich liebe es. Oh mein Gott, ist der schön. Das ist richtig Duochrome. Mega krass.
außen dann noch ein bisschen diesen Matten hier reinblenden, dass man den Übergang halt wieder hat, ne? Und hättet ihr gedacht, dass Pink und Grün so miteinander aussehen? Also das sieht schon gut aus. Jetzt gebe ich mir, ich versuche es jetzt einfach mal, ist ja eigentlich auch eher ein Topperton, ne? Diesen hier, aber der hat eine andere Konsistenz. Den möchte ich mir so auf mein inneres Drittel drauf geben, um dann noch mehr Dimension reinzugeben. Ja, da tut sich jetzt nicht so ultra viel auf dem Auge, ne? Ja, was meint ihr zu der Palette? Ich finde sie eigentlich ganz cool. Ich mag vor allem diesen Ton, der auf meinem Augenlid jetzt sehr präsent ist. Ich weiß nur nicht, wie oft man das halt auch genauso hinkriegt, ne? Weil das ist halt ein schwieriges Tönchen. Aber die Palette kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Als Eyeliner durftet ihr wählen zwischen Puro Bio, den hatte ich letztens in der Charmy Box drin, und dem neuen Liner Pow von Revolution. Und ihr habt euch für den Liner Pow von Revolution entschieden. 72% waren schon sehr eindeutig, ne? Der hat ein Kügelchen drin zum Schütteln. Und vorne so eine ganz normale Filzstiftspitze. Ja, der malt schon richtig gut, ne? Das kann man sich auf jeden Fall mal gönnen, weil günstig ist er definitiv. Und den bekommt ihr, wo habe ich den denn weg? Auch bei Look Fantastic, weiß ich gar nicht. Ja, Setting Spray, Leute, das war eine richtig knappe Geschichte. Da war es wirklich stundenlang, also fast 23 Stunden lang, 50-50. Und letztendlich ist es 52%, 48% geworden. Also 52% haben sich für Galaxy by Maxime von Riva Loves Me entschieden und 48% Charlotte Tilbury. Mega witzig. Also da muss ich echt ein bisschen schmunzeln. Weil im Prinzip ist es das Gleiche, nur der Preis ist sehr unterschiedlich. Mit 57% habt ihr euch für die neue Max Factor Mascara entschieden und nicht für die KVD. Okay, die wird dann später mal irgendwann verwendet. 2000 Calorie Pro Stylist Volume Lift and Hold Mascara. Das ist diese hier. Also jetzt auch relativ neu. Max Factor hat so ein paar neue Produkte rausgebracht, die ich mir dann auch mal bestellt hatte. Und hier haben wir ein Gummibürstchen, was so bananenförmig ist. Und ich denke, dass es auch wirklich Definition geben wird. Wir schauen einfach mal. Riecht soweit nach nichts. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Also die Mascara hat schon was drauf, ne? Das kann man nicht anders sagen. Mag ich vom Ergebnis her ganz gerne leiden. Für mich ganz persönlich könnte sie noch ein bisschen dichter das Ganze gestalten, aber das ist eine Präferenz, ne? Aber das sieht, ich habe ein bisschen steifen Nacken auch. Sieht sehr, sehr gut aus. Kann man nicht anders sagen. Die macht auch Schwung, die macht Volumen, Länge auch, ne? Also die gefällt mir definitiv, kann man sich angucken. Bei den Lippen wart ihr so freundlich, muss ich wirklich sagen, weil ich habe euch auch zur Auswahl gegeben eine lilane Farbe von Trend It Up. Das wäre Color Meets Care Serum Stick gewesen und wie gesagt, so ein Lila. Aber 53% von euch haben sich Pat McGrath gewünscht. Das ist der Prima Donna Lust Gloss Lip Gloss Brilliant Tüdelü Tralafitti. So ein schönes Rosa. Und ich glaube, dass das auch wirklich sehr, sehr gut jetzt zum Augenlook passen wird. Riecht sehr süß, mag ich gerne. Und das ist so ein ganz witziges Füßchen. Das ist so gebogen, ne? Oh ja, ich bekomme gerade meinen Barbie-Core-Moment, Leute. Und dieses Füßchen, das streichelt so richtig über meine Lippen drüber, mag ich. Sehr, sehr, sehr shiny piny. Wow. Auch mal was anderes, ne? Dann hatte ich noch als letztes Produkt euch ein Parfüm wählen lassen. Und da haben sich die meisten entschieden. Und zwar 53% für das Narciso Rodriguez. Das müsste das neue sein, glaube ich, ne? Forever. Das ist sehr, sehr schwer im Gegensatz zu dem Dot von Marc Jacobs. Das ist eher so ein, ich würde mal sagen, Übertagduft. Und das hier ist ein Abendduft. Okay, ihr wollt es richtig derbe haben. Genau, den bekommt ihr auch bei Look Fantastic, wenn ihr möchtet. Und den trage ich einfach so auf. Das reicht schon. Das ist sehr, sehr intensiv. Aber sehr, sehr geil. Also ich mag den Duft wirklich gerne leiden. Das ist ein schwerer Duft, aber ich mag ihn. Also sehr feminin, sehr, weiß ich nicht, cool. Ich finde den cool. Wenn ich den drauf habe, fühle ich mich cool. Ja, und ich fühle mich jetzt auch tatsächlich sehr, sehr cool mit dem Look, auch wenn das jetzt mit den rosa Lippen sehr verspielt aussieht, aber diese
Augenkombi, das gefällt mir richtig gut. Vielleicht hätte ich das hier außen noch ein bisschen mehr abdunkeln sollen, aber eigentlich feiere ich es, dass es halt eben nicht ganz so dunkel geworden ist, ne? Die Wimpern hätten noch ein bisschen intensiver sein können, aber das ist halt eine ganz persönliche Präferenz. Ansonsten gefällt mir meine Base richtig, richtig gut, auch wenn man natürlich den Unterschied zwischen Blush und Bronzer jetzt nicht so intensiv sieht, aber der Highlighter kommt jetzt eigentlich ganz gut raus, ne? Das mit den Augenbrauen, da hat mir, glaube ich, das Gel hier so ein bisschen die Sache verhunzt, aber naja, da kann ich gleich noch ein bisschen korrigieren. Was sagt ihr zu dem Look? Es ist auf jeden Fall bunt zusammengewürfelt und ich bin jetzt einfach auch mal gespannt, wie Sarah Isabel am Ende ihres Videos aussehen wird und was ihre Community ihr so ins Gesicht abgestimmt hat. Und da würde ich sagen, schauen wir alle gemeinsam um 19:30 Uhr einfach mal vorbei und dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.